Tiroler Landsleute. Ich erinnere mich genau an diese Nacht, die mein Leben veränderte. Es war der 1. Dezember 1963. Nie im Leben hatte ich eine solche Nacht erlebt. Der Vollmond war aufgegangen, alle Bäume und Büsche glänzten im Raureif. Es war taghell und sehr still. Nur der Schnee knirschte unter unseren Schuhen. Wir kamen gut vorwärts. Konnten wir uns einen würdigeren und schöneren Abschied aus der Heimat vorstellen? Und wie lange würde es dauern, bis wir in unser Tal wieder zurückkehren konnten? Was würde uns in der Fremde erwarten? Wer würde unsere politische Arbeit fortsetzen? Mit mir war damals Rosa Ebner aus Mühlen. Sie hatte nicht nur für uns Freiheitskämpfer Spenden gesammelt, sondern auch fleißig Leserbriefe gegen die Folter geschrieben. Dafür saß sie zweimal im Gefängnis. Auf meiner Flucht wurde mir wieder einmal bewusst, wie schön unser Flecken Heimat ist und wie sehr es sich lohnt, dafür zu kämpfen. Aber plötzlich hörten wir Motorengeräusche. Ein Jeep war hinter uns her. Und schlagartig wurde uns bewusst, in welcher Gefahr wir uns noch immer befanden. Wir hatten keine Deckung mehr. Ein Davonlaufen oder ein Verstecken war hier unmöglich. Die Finanzer schossen zum zweiten Mal auf uns, aus nächster Nähe. Unsere Verfolger holten uns schnell ein. 1000 Gedanken schossen mir durch den Kopf. War jetzt alles vorbei? War das nächste die Folter, um alles aus uns herauszupressen, was wir wussten? Und somit auch die Namen unserer Mitkämpfer und unsere Kampftaktik. Ich würde nicht standhalten können. Zu brutal waren ihre Methoden. Meine endgültige Flucht sollte dann erst am 6. Dezember 1963 gelingen. Ich hatte durch unglaubliches Glück aus dem Carabinieri-Auto flüchten können, weil dieses einen kleinen Unfall hatte. Aber wer hätte damals gedacht, dass diese Flucht womöglich ein endgültiger Abschied von meiner Heimat werden sollte? Und wer konnte damals schon ahnen, mit welch unglaublichen persönlichen Opfern dieser Freiheitskampf letztendlich verbunden sein würde? Im Gegensatz zu Untergrundkämpfern wie den Brigade Rosse oder der RAF ging es uns Südtiroler Freiheitskämpfern nie darum, die Rechtsstaatlichkeit anzugreifen. Wir lassen uns auch heute nicht in rechts oder links einordnen. Denn wir haben einzig und allein für unsere Heimat und für unsere Zukunft gekämpft. Es ging uns um die Würde und die Rechte unserer Volksgruppe, um die Würde des Menschen und um die Zukunft unserer Heimat. Es ging uns einfach um Tirol. Meine lieben Freunde, liebe Landsleute, aus der Ferne verfolge ich mit großem Interesse, was in Südtirol passiert. Es erfüllt mich mit Stolz, wenn ich beobachte, wie sich meine Heimat in den letzten 50 Jahren entwickelt hat. Von allen Rechten und Möglichkeiten, die ihr heute habt, haben wir damals nur träumen können. Vor allem aber freue ich mich über die Begeisterung, mit der sich heute so viele junge Leute für eine bessere Zukunft Südtirols, für eine Zukunft ohne Rom, einsetzen. Das erfüllt mich mit großer Hoffnung. Aber es gibt auch immer noch vieles, das mir zu denken gibt und was mir das Herz schwer macht. Nie hätte ich gedacht, dass 50 Jahre nach meiner Flucht immer noch nicht die faschistischen Ortsnamen abgeschafft sind und immer noch faschistische Denkmäler herumstehen. Vor allem aber ist es für mich auch schwer zu verstehen, wieso die Südtiroler Regierung immer noch ein Bremsblock für viele zukunftsweisende Ideen ist. Und das, obwohl Landeshauptmann Kompatscher erst Anfang dieser Woche im L'Espresso erklärt hat, er sei ein Angehöriger der österreichischen Minderheit. Aber auch die Makroregion Alpen mit 7 Staaten, die kürzlich vorgestellt wurde, kann doch keine brauchbare Lösung für Südtirol sein. Als vor ein paar Jahren das Buch über mein Leben erschienen ist, habe ich ihm einen Titel gegeben, der auch immer mein Lebensmotto war. Es gibt immer einen Weg. Diese Überzeugung hat mich ein Leben lang geleitet und mir immer wieder gezeigt, dass es immer einen Lichtblick gibt, einen Ausweg, einen Weg nach vorne. Und diesem Buch habe ich einen Gedanken vorangestellt, den ich euch ebenfalls heute mitgeben möchte.
Ich habe da geschrieben: Es lohnt sich, für eine Sache zu kämpfen, die man mit gutem Recht und mit Überzeugung vertreten kann. Ich habe zwar dadurch meine reale Heimat verloren, aber im Kopf und im Herzen war und ist sie immer da. Wichtig ist, dass das Geschehene nie vergessen wird. Sonst nehmen wir das Erreichte als selbstverständlich hin und das ist gefährlich. Wir Freiheitskämpfer haben für nichts als für die Freiheit Südtirols gekämpft. Wir haben alles gegeben. Wir haben so große Opfer gebracht. Wir haben auf vieles verzichtet. Auf ein angenehmes Leben, auf Sicherheit, auf Freiheit und auf Ruhe. Vor allem aber auf eine Rückkehr in die Heimat. Ich habe gekämpft und daher darf ich noch heute, so viele Jahrzehnte später, meine Heimat nicht betreten. Deshalb appelliere ich an euch Jüngere, jetzt müsst ihr die Zukunft unserer Heimat Südtirol in die Hand nehmen. Heute braucht es natürlich keine Gewaltanschläge mehr, um unserem Ziel näher zu kommen. Heute habt ihr andere Möglichkeiten und Chancen. Aber tun müsst ihr etwas. Lasst euch nicht einlullen vom Wohlstand. Ruht euch nicht aus auf dem, was Südtirol bisher erreicht hat. Jetzt seid ihr dran. Jetzt müsst ihr für die Freiheit kämpfen. Jetzt müsst ihr euch für die Einheit Tirols einsetzen. Das ist mein Auftrag an euch. Alles für Tirol, euer Heinrich Oberleiter.